Weil wir die Wahrheit suchen, an Gott glauben und versuchen, den rechten Weg zu finden, werden wir von der KPCH auf üble Weise verfolgt. Das macht die Angelegenheit wichtig. Genau. Unter der Führung meines Lichtes werdet ihr gewiss der Umklammerung der Mächte der Dunkelheit entkommen. Ihr werdet inmitten der Dunkelheit gewiss nicht das Licht verlieren, das euch führt. Ihr werdet bestimmt der Herr aller Schöpfung sein. Ihr werdet gewiss ein Überwinder Satans sein. Beim Niedergang des Königreichs des großen roten Drachen werdet ihr bestimmt inmitten der unzähligen Scharen stehen, um für meinen Sieg Zeugnis abzulegen. Wohnst du hier in der Gegend? Hast du die hier schon mal gesehen? Gehen wir zu Schwester Chao. Ja, gut. Ich frage mich, weswegen sie uns sehen möchte. Ja, wir suchen sie bereits überall. Ja, ich weiß Bescheid. Okay. Ach, Xinyi, komm schnell rein. Sun Tao hat die Polizei gestern zu unserem Treffen geschickt. Sie suchen euch überall und wollen euch festnehmen. Kommt nach hinten, schnell. Wo immer die Arbeit Gottes stattfindet, stört der Teufel. Setzt euch doch dazu. Na gerne. Macht schon. Bruder Lin, Schwester Lin, ich habe euch gar nicht gesehen bei unserem letzten Treffen. Gibt es etwa Schwierigkeiten? Ja. Die Polizei war bei uns zu Hause. Pastor Yuan hat das veranlasst. Er erzählte uns, dass die KPCH bei der Kirche des allmächtigen Gottes Razzien durchführt. Als Beweis hat er uns negatives Propagandamaterial ausgehändigt. Dass die Regierung den allmächtigen Gott so hart verurteilt, bestätigt uns doch, dass dies der richtige Weg ist. Die KPCH ist eine atheistische Regierung, ein teuflisches Regime, das die Wahrheit hasst und sich Gott widersetzt. Sie halten alle Kirchen für grässliche Sekten, die an den wahren Gott glauben. Diese Tatsache kennen wir alle. Das stimmt. Aber an den wahren Gott zu glauben ist schwierig. Unter dieser Regierung. Gott zu folgen, unsere Pflicht zu erfüllen, kann tödliche Gefahren mit sich bringen. Die KPCH ist einfach nur schrecklich. Du hast recht. Unter der Herrschaft der KPCH-Regierung können Menschen festgenommen, manchmal auch verfolgt, aber auch getötet werden. Nur weil sie dem wahren Weg folgen. Ich kann nicht verstehen, warum die KPCH die Arbeit des allmächtigen Gottes fürchtet. Bruder Lin, Schwester Lin, alles, was ihr gesagt habt, entspricht der Wahrheit. Die KPCH-Regierung durchsucht das ganze Land, um die Kirche des allmächtigen Gottes endgültig zu unterdrücken und zu vernichten. Sie suchen überall nach Christen. Und die Auserwählten Gottes werden festgenommen. An den wahren Gott zu glauben und unsere Pflicht in China zu erfüllen, birgt wahrhaftig große Gefahren. Was aber die Menschen in religiösen Kreisen und all die Ungläubigen nicht verstehen, warum glauben wir immer noch an den allmächtigen Gott, obwohl die Regierung uns verfolgt und auslöschen will? Weil wir genau wissen, dass der allmächtige Gott der wahre Gott ist. Er ist die Wiederkehr des Erlösers. Nur der allmächtige Gott ist in der Lage, uns vor Satans Einfluss zu bewahren, uns von der Sünde zu befreien und uns ein wunderbares Ziel zu gewähren. Genau. Aber im Endzeitalter zählt der Glaube an den allmächtigen Gott. Er wird unser Schicksal bestimmen und unser Ende. In der Bibel steht, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Seine Worte bedeuten, dass die ganze Welt von Satan beherrscht wird, dass die gesamte Menschheit unter der Herrschaft des Satans steht, verdorben bis ins Mark. Man kennt keine Humanität. Der allmächtige Gott ist in den letzten Tagen erschienen. Er wird uns bewahren vor dem schlechten Einfluss des Satans, damit wir vor Gott eine radikale Umkehr machen, dadurch Erlösung erreichen, ein wunderbares Ziel erhalten und dann ein wahres Leben leben. Ja. Das ist der wahre Sinn unseres Glaubens an den allmächtigen Gott. Jawohl. Außerdem müssen wir durchschauen, was die KPCH weiter vorhat.
warum sie den allmächtigen Gott hasst und die Kirche des allmächtigen Gottes so unterdrückt und verfolgt. Was bezwecken sie? Warum tun sie das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Für sehr viele Menschen ist das völlig klar. Die KPCH verurteilt die Kirche des allmächtigen Gottes mit falschen Bezichtigungen und will sie diskreditieren. Gottes Auserwählte werden willkürlich festgenommen. Es wird versucht, aus China ein gottloses Land zu machen. Man versucht mit allen Mitteln, das dunkle Regime zu erhalten, mit dem Ziel, das chinesische Volk auf ewig zu beherrschen. Wenn das Volk manipuliert ist, werden sie ihre Macht missbrauchen. So weit, bis alle Chinesen zu Tode kommen oder man führt sie direkt ins Feuer der Hölle. Die KPCH ist das satanischste Regime aller Zeiten, das sich gegen jede Wahrheit und gegen Gott stellt. Es ist ihnen nämlich nicht entgangen, dass der allmächtige Gott der Einzige ist, der die Wahrheit verkünden kann. Und dass Gott gegenwärtig sein Urteil ausführt durch die Reinigung und die Errettung in den letzten Tagen. Die Worte des allmächtigen Gottes sind schon im Internet veröffentlicht worden, sodass sie von der gesamten Menschheit erforscht werden können. Der KPCH-Teufel steckt voller Angst. Und zwar davor, dass die Worte des allmächtigen Gottes von den Menschen verbreitet werden. Dass alle, die die Wahrheit und die Gerechtigkeit lieben, sich dem allmächtigen Gott zuwenden. Aber dann kommt Licht in die Sache und das Regime der Wahrheitshasser und Gotteslästerer wird völlig freigelegt. Die gesamte Menschheit wird das Regime zurückweisen und zerschlagen und mit den Füßen zertreten. So wird es 10.000 Jahre stinken. Es darf nie wieder einen Platz in China finden. Nie wieder Menschen korrumpieren oder verletzen, egal wo auf der Welt. Deshalb hasst die KPCH die Wahrheit so sehr, die vom allmächtigen Gott ausgedrückt wird. Und sie hasst unsere Kirche. Man versucht, die Menschen daran zu hindern, den wahren Weg zu gehen und sich dem allmächtigen Gott zuzuwenden. Die KPCH ist verabscheuungswürdig. Brüder und Schwestern, wenn wir Satans Manipulationen nicht durchschauen können, dann werden wir weiterhin von der KPCH getäuscht, gebunden und kontrolliert. Das wäre doch töricht, so kurz vor der Errettung. Jetzt habe ich das verstanden, warum die böse KPCH uns verfolgt. Die machen das, damit wir dem wahren Gott nicht mehr folgen, ihm nicht mehr gehorchen und damit wir Gottes Himmelreich nicht betreten werden. Genau. Sie wollen uns alle zu Opfern machen, die mit ihnen in die Hölle kommen. Wir wollen aber die Wahrheit und die Erlösung durch Gottes Urteil erreichen. Wir müssen uns gegen diese Teufel zur Wehr setzen. Feige Menschen können in Gottes Königreich nicht eintreten. Schwester, wir dürfen nicht weiterhin passiv und schwach sein. Menschen, die passiv und schwach sind, haben kein Rückgrat und sind nichts wert. Ihr Verhalten ist schamlos, überaus ignorant und verräterisch. Eigentlich kann man sie nicht menschlich nennen. Richtig. Passiv und schwach zu sein ist etwas, was Gott traurig stimmt und nur dem Satan nützlich ist. Richtig. Das passt in Satans Schema. Stimmt genau. Mhm. Also stehen wir auf, um Gott zu folgen. Verfluchen wir den Teufel, also die KPCH. Ja, aber gut, richtig. Stimmt. Erfüllen wir unsere Pflicht und suchen nach der Wahrheit. Das wollen wir doch alle. Dem Satan keine Chance lassen und Schande über ihn bringen. Das sollten wir als intelligente Menschen tun. Ja, sicher. Genau. Je mehr man uns verfolgt, umso härter werden wir uns wehren. Wir bekennen uns zu Gott und verfluchen den Satan. Wir haben nämlich einen Rückgrat. Da hast du recht. Das ist genau. Das hat sie gut gesagt. Mengen, ich schäme mich wirklich, wenn ich eure Worte höre. Ich bin in der Tat rückgratlos. Ich bin unwürdig, an Gott zu glauben. Ich habe euch zugehört und es hat mich sehr überzeugt. Ich werde keine Angst mehr haben. Egal was passiert, ich folge dem allmächtigen Gott. Gelobt sei Gott. Ja. Amen. Großartig. Amen. Ich dachte immer, die KPCH würde sich nicht lange halten können. Sie würde sich selbst zerstören. Ich dachte, es wäre der einfachere Weg, abzuwarten, bis die KPCH kollabiert. Das sehe ich jetzt anders. Die KPCH verfolgt uns, damit wir zusammen mit ihnen in die Hölle kommen. Ganz richtig. Noch was, Schwester. Ich habe noch eine Frage. Wenn wir erst an den allmächtigen Gott glauben, wenn die KPCH untergegangen ist, könnten wir dann noch die Erlösung Gottes in den letzten Tagen erfahren und Gottes Königreich betreten? Oder verpassten wir die Gelegenheit, um gerettet zu werden? Schwester Lin, schäm dich nicht, die Frage ist großartig. Weil wir die Wahrheit suchen, an Gott glauben und versuchen, den rechten Weg zu finden, werden wir von der KPCH auf üble Weise verfolgt. Das macht die Angelegenheit wichtig. Genau. Aber Gott benutzt das satanische Regime zur Vervollkommnung der Gruppe von Überwindern. Und gleichzeitig, um diejenigen zu entlarven, die nicht wirklich an Gott glauben und die Wahrheit verleugnen.
Die wahren Überwinder sind die, die unter dem autoritären KPCH-Regime fortfahren, mit Gottes Wort und einem wahrhaftigen Glauben weiterzuleben. Durch die Unterdrückung der KPCH-Teufel haben sie die Möglichkeit, das wahre Gesicht Satans mit eigenen Augen zu sehen. Und dann können sie Satan hassen, ihm entsagen und sich ganz Gott zuwenden, damit sie das Heil und die Vollendung erlangen. Ja. Überwinder werden im Umfeld des Widerstandes der KPCH gegen Gott und ihrer Verfolgung von Gottes auserwähltem Volk gemacht. Ohne die harsche Umgebung, die vom KPCH-Teufel bei der Unterdrückung und Schikane entsteht, können echte Überwinder gar nicht erschaffen werden. Das ist ganz richtig. Für diejenigen, die Gott wahrhaftig wollen, allen Verfolgungen der KPCH zum Trotz, egal wie hart die Umwelt wird, werden vor Gott ihre Pflicht erfüllen und alles riskieren, um die Wahrheit zu verfolgen. Und das Vertrauen in Gott wird von Tag zu Tag wachsen. Sie durchschauen das Vorgehen des Regimes gegen die Gerechtigkeit, die Unterstützung des Bösen und ihr gesetzloses, perverses und reaktionäres Wesen. Sie sehen deutlich, dass die KPCH der Satan ist, der Dämon, der uns angreift und uns verschlingen will, der die Menschheit korrumpiert. Ihr Hass gegen die KPCH wird größer, sie begehren auf und wenden sich ganz zu Gott. Ja, ja, das genau. Ist vollkommen richtig. Da hat Schwester Mignot recht. Der Kontrast hätte nicht größer sein können. Jetzt kennen sie die Gerechtigkeit Gottes, seine Heiligkeit, die Schönheit. Sie erleben sein Wohlwollen. Alles, was Gott tut, geschieht aus Liebe und für die Erlösung der Menschheit. Der Glaube und die Liebe, die die Menschen durch Gott in sich vereinen, wird immer weiter wachsen und die Herzen werden Gott noch näher sein. Diese Menschen haben sich vom Einfluss des KPCH-Regimes befreit und Zeugnis abgelegt. Überwinder, die Gott inmitten der Trübsal erschaffen hat. Diejenigen, die an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Christi einen Anteil haben, sie sind die wahren Zeugen von Christus. Die 144.000 Überwinder, die im Buch der Offenbarung genannt werden, die Gottes Königreich betreten werden und ewiges Leben erhalten werden. Wunderbar. Deshalb ist die schlimme Zeit der Verfolgung des KPCH-Regimes wegen unseres Glaubens eine ganz wichtige Erfahrung. Selig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr, so wie der Herr Jesus gesagt hat. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen. Amen. Amen. Wunderbar. Das klingt schön. Der allmächtige Gott beschreibt es genau. Schlagen wir doch Seite 682 auf. Mit eurem Einverständnis lese ich jetzt vor. Der allmächtige Gott sagt, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle an die Worte, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Ihr habt alle diesen Ausspruch in der Vergangenheit gehört. Jedoch hat niemand die wahre Bedeutung der Worte verstanden. Heute versteht ihr die wahre Bedeutung dessen, was sie enthalten, sehr wohl. Diese Worte sind das, was Gott in den letzten Tagen vollbringen wird. Und sie werden an jenen vollbracht werden, die von dem großen roten Drachen in dem Land, in dem er liegt, grausam geplagt werden. Der große rote Drache verfolgt Gott und ist der Feind Gottes. Deswegen sind in diesem Land diejenigen, die an Gott glauben, der Demütigung und Verfolgung ausgesetzt. Deswegen werden diese Worte in eurer Gruppe von Menschen Wirklichkeit werden. Dem Herrn sei Dank. Gott sei Dank. Amen. Jetzt ist für Gott die beste Zeit, die Überwinder zu vervollkommnen. Wenn die KPCH kollabiert, werden sich diese Überwinder in der Menge erheben, um den Sieg Gottes zu bezeugen. Auf dem Höhepunkt der Zeugnisablegung für Gott wird das Königreich Gottes auf Erden offiziell realisiert werden. Hast du das gehört? Wir müssen die Gelegenheit wertschätzen. Gottes Werk, die Menschheit zu retten, wird damit abgeschlossen sein. Die Menschen, die gerettet werden, die Menschen, die vollendet werden, werden schon bereitstehen. Wenn wir bis dahin warten, um zu glauben, werden wir die Gelegenheit verpassen, von Gott zu Überwindern gemacht zu werden. Das stimmt. Legt man das überwindende Zeugnis nicht ab, kann man nicht ins Himmelreich eintreten. Auch Überlebende werden lediglich als Dienende angesehen. Als Mitglied von Gottes Königreich werden sie nicht akzeptiert. Gott sei Dank. Das ist richtig, das werden sie nicht. Gott sei Dank. Gott erschafft die Überwinder, indem er sie verfolgen lässt. Wir sind so gesegnet, diese unglaublich seltene Gelegenheit rechtzeitig wahrzunehmen. Amen, das sind wir. Gott sei Dank. Schwester Lin, warum so feige sein? Verpassen wir nicht die Gelegenheit, als Überwinder vollendet zu werden?
Warum noch mehr Zeit verlieren? Je früher wir alle zum Glauben finden, umso besser und bedeutender. Jawohl. Ihnen ist es egal, wie sehr Sie leiden. Sie werden es nicht bereuen, als wahre Gläubige dem allmächtigen Gott zu folgen. Vielleicht denken Sie, zu spät zum Glauben gefunden zu haben. Genau, das könnte sein. Das Urteilswerk des allmächtigen Gottes dient der Vervollkommnung des Menschen. Nur der allmächtige Gott kann uns ewiges Leben schenken. Wir hätten die Wahrheit schon längst erlangt, wenn wir ein paar Jahre früher geglaubt hätten. Wer möchte sein Leben noch länger vergeuden? Du hast so recht. Ja. Das möchte doch niemand. Die Wahrheit, das ist wichtig. Wir müssen unverzüglich der Wahrheit nachgehen. Da hat Schwester Zao recht. Ja, genau. Gott ist eben allmächtig. Gottes Weisheit wird immer auf der Grundlage von Satans Intrigen ausgeübt. Die Arbeit des Gerichts des allmächtigen Gottes kann nicht durch feindliche Kräfte aufgehalten werden. Amen. Seitdem der allmächtige Gott die Arbeit der letzten Tage begann, sieht er sich fortwährend mit der Opposition und Ächtung der religiösen Kräfte und der KPCH konfrontiert. Und dennoch, Gottes Evangelium verbreitet sich in Windeseile über ganz Festland China in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Lobe den Herrn. Gelobt sei Gott. Herr sei Dank. Über 10.000 Kirchen werden im ganzen Land eingerichtet, wo sich Millionen von Menschen versammeln unter dem Namen des allmächtigen Gottes. Das stimmt. Der allmächtige Gott hat eine Gruppe von Menschen erobert, die seine Meinung teilen. Amen. Wunderbar. Die Evangeliums-Website der Kirche des allmächtigen Gottes ist in vielen Ländern auf der ganzen Welt schon heute verfügbar. Die Worte des allmächtigen Gottes werden vernommen und von immer mehr Menschen verbreitet. Die Verbreitung des Evangeliums demonstriert die Allmacht Gottes. Seine Weisheit wird überall deutlich. Amen. Amen. Lasst uns zwei Passagen des Wortes des allmächtigen Gottes studieren. Aber ja, unbedingt. Blättern wir zur Seite 17. Der allmächtige Gott sagt: Heute ist Gott zur Welt zurückgekehrt, um sein Werk zu vollbringen. Sein erster Halt ist die große Versammlung diktatorischer Herrscher. China, die standhafte Bastei des Atheismus. Gott hat durch seine Weisheit und Macht eine Gruppe von Menschen dazu gewonnen. Zu dieser Zeit wird er von Chinas Regierungspartei mit allen Mitteln gejagt und großem Leiden unterworfen. Er hat keinen Ort, um sich auszuruhen und kann keine Zuflucht finden. Trotzdem fährt Gott mit der Arbeit, die er vorhat, fort. Er lässt seine Stimme vernehmen und verkündet das Evangelium. Die Allmächtigkeit Gottes ist unergründlich. In China, einem Land, das Gott als einen Feind betrachtet, hat Gott nie aufgehört zu arbeiten. Stattdessen haben mehr Menschen sein Werk und Wort angenommen. Denn Gott tut alles, was er kann, um jedes Mitglied der Menschheit zu retten. Wir vertrauen darauf, dass kein Land und keine Macht sich dem in den Weg stellen kann, was Gott zu erreichen wünscht. Diejenigen, die Gottes Werk behindern, sich dem Wort Gottes widersetzen, den Plan Gottes stören und verhindern wollen, werden letztendlich von Gott bestraft werden. Das Königreich breitet sich unter der Menschheit aus. Es nimmt inmitten der Menschheit Gestalt an. Es erhebt sich in der Mitte der Menschheit. Es gibt keine Macht, die mein Königreich zerstören kann. Ich gehe nun inmitten meines Volkes in die Fremde. Ich lebe unter meinem Volk. Heute sind die Menschen gesegnet, die mir echte Liebe entgegenbringen. Gesegnet sind jene, die sich mir unterwerfen. Sie werden gewiss in meinem Königreich bleiben. Gesegnet sind jene, die mich kennen. Sie werden gewiss Macht in meinem Königreich ausüben. Gesegnet sind jene, die nach mir suchen. Sie werden gewiss den Fesseln Satans entkommen und Segen in mir genießen. Gesegnet sind jene, die sich selbst entsagen können. Sie werden gewiss in meinen Besitz eintreten und die Fülle meines Königreiches genießen. Jene, die meinetwegen umhereilen, werde ich gedenken. Jene, die sich meinetwegen aufwenden, werde ich freudig umarmen.
Jenen, die mir Opfer darbringen, werde ich Freuden geben. Jene, die Freuden in meinen Worten finden, werde ich segnen. Sie werden gewiss die Säulen sein, die den Fürstbalken meines Königreiches halten. Sie werden gewiss unvergleichliche Gaben in meinem Haus haben. Und niemand kann sich mit ihnen vergleichen. Habt ihr jemals die Segnungen angenommen, die ihr empfangen habt? Habt ihr jemals nach den Versprechungen verlangt, welche euch gegeben wurden? Unter der Führung meines Lichtes werdet ihr gewiss der Umklammerung der Mächte der Dunkelheit entkommen. Ihr werdet inmitten der Dunkelheit gewiss nicht das Licht verlieren, das euch führt. Ihr werdet bestimmt der Herr aller Schöpfung sein. Ihr werdet gewiss ein Überwinder Satans sein. Beim Niedergang des Königreichs des großen roten Drachen werdet ihr bestimmt inmitten der unzähligen Scharen stehen, um für meinen Sieg Zeugnis abzulegen. Im Lande Sinim werdet ihr gewiss entschlossen und unerschütterlich sein. Durch die Leiden, die ihr ertragt, werdet ihr den Segen erhalten, der von mir kommt. Und werdet gewiss inmitten des ganzen Universums mit meiner Herrlichkeit strahlen. Amen. Es ist wahr. Gott ist wirklich allmächtig. Jetzt fürchte ich mich nicht mehr vor der KPCH. Egal, was sie uns antun, die Teufel stehen unter den Füßen des allmächtigen Gottes. In Amen. Wir sollten uns nicht vom finsteren Einfluss der KPCH beeindrucken lassen. So ist es. Je mehr wir verfolgt werden, desto mehr glauben wir an den allmächtigen Gott. Und wenn uns die KPCH zu Tode quält, werden wir zu Märtyrern. Das ist etwas Wertvolles, Bedeutendes, die Anerkennung vor Gott zu finden. Das stimmt. In Amen. Beenden wir die unwürdige Existenz eines gemütlichen Daseins, denn sonst werden wir von Gott verdammt und werden in der Hölle schmoren. Genau. Einfache Menschen können dieses Geheimnis nicht überblicken. Das erinnert mich an die Worte des Herrn. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle. Richtig. Genau. Der Herr Jesus hat auch gesagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wenn wir das Leben gewinnen wollen, müssen wir bereit sein, unser Leben zu opfern. Das ist es. Glauben wir an den allmächtigen Gott und seine Wahrheit, werden wir das ewige Leben gewinnen und das Himmelreich betreten. Jetzt bin ich überzeugt. Verlassen wir jetzt unser eigenes billiges Leben. Dann erhalten wir stattdessen das ewige Leben. Ich meine, das ist wirklich lohnenswert. Ja, das ist es. Es lohnt sich dafür zu leiden und an den allmächtigen Gott zu glauben. Ich wüsste wirklich nicht, was sinnvoller wäre. Amen. Ja, ganz schön. Wir müssen das aus dem Herzen. Er versteht es. Wir dürfen 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 es. W